unsere Ansprüche auf Energie und Rohstoffe, verändern ihre Strukturen, bilden selbstständigen nationalen Stolz, bilden neue Nationen und sehen unsere Wünsche gänzlich anders als früher ihre diktatorischen Führungen. Das heißt, wir müssen Wissen und Können einsetzen, um diese Veränderung zu kompensieren. Und wenn wir jetzt danach fragen, wie bilden wir denn die Enkelgeneration aus? Eigentlich müssten wir die 30% weniger Kinder 30% besser ausbilden und ihnen 30% mehr Investitionskapital zur Verfügung stellen, um das Defizit zu kompensieren. Das tun wir aber nicht. Wenn Sie die politische Debatte über Schulen in Deutschland hören, dann werden Sie feststellen, in der Regel geht es um die Organisationsfragen. Um die Inhalte geht es nicht. Mir ist nicht bekannt, dass in Baden-Württemberg die neue Regierung jetzt zwar die Gemeinschaftsschule einführt, aber dann gleichzeitig darüber reden will, wie man Lehrer motivieren kann, beim dritten Wechsel der Schulreformen leidenschaftlich und engagiert mitzuarbeiten. Wie man also die inhaltlichen Ausbildungen der jungen Menschen ausrichtet auf Dinge, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Nämlich zum Beispiel die kulturelle Beherrschung der Informationsgesellschaft und sowohl der nationalen wie internationalen Kommunikation. Eine Veränderung in kürzesten Zeiträumen, von denen ich jedenfalls für mich behaupten muss, dass ich sie nicht so beherrsche wie meine Enkel. Das heißt, ich kann Ihnen zwar allgemeine Ratschläge geben über den Umgang der Menschen untereinander, ich kann Ihnen aber nicht erklären, wie Sie twittern oder chatten oder Facebook oder sonst was betreiben sollen. Das machen die, als hätten sie es mit der Wiege mitbekommen. Wir haben mit anderen Worten ein großes Defizit. Wir bereiten unsere nachkommende Generation, die ja heute schon da ist, das ist ja keine Zukunftsfrage, nicht ausreichend auf die Herausforderungen vor und auch auf die Bewältigung dieser Herausforderungen, von denen hier die Rede ist. Und das Dritte, ich habe es schon erwähnt, mit der Information. Das hat eine große Bedeutung für die europäischen und weltweiten Entwicklungen. Warum? Früher war es unmöglich, dass jemand, der südlich der Sahara lebte, ohne dass er in Europa gewesen war, eine Vorstellung haben konnte, wie wir leben nördlich der Alpen. Das wusste er nicht. Das konnte er auch nicht wissen. Heute kann er es auf seinem Handy miterleben. Das heißt, die Tatsache, dass wir entfernt von anderen Völkern leben, die sehr viel ärmer sind als wir, hat eine völlig neue Dimension bekommen. Die Entfernung ist kein Schutz mehr, sondern die Entfernung führt zur gleichen Konfrontation, wie sie im 19. Jahrhundert zwischen den Arbeitern und dem Fabrikherrn auf dem Fabrikgelände geführt hat. Man kann erleben, wie der Fabrikant viel besser lebte als die Arbeiter in den Karten. Und wer Gerhard Hauptmanns Weber liest, der wird erleben in einer wunderbaren Beschreibung, wie es dem Fabrikanten völlig unverständlich war, dass die Arbeiter, die er beschäftigte, zu Existenzlöhnen, also Löhnen, die gerade mal die Existenz sichern, revoltieren konnten gegen ihn, da doch diese Ordnung, er in der Villa und sie in den Karten, eine göttliche Ordnung sei. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir zwar den Begriff nicht verwenden, dass wir aber in unserem Denken der Meinung sind, das sei die natürliche Ordnung. Und wir beruhigen dann unser Gewissen damit, dass wir spenden, dass wir mal da spenden, dass wir Patenschaften übernehmen und so weiter. Aber wir haben nicht die Kraft, unsere sehr gut mit Besitzständen ausgestattete Landwirtschaft und die politische Führung der Landwirtschaft davon zu überzeugen, dass es ein Fehler ist, subventionierte Produkte in arme Länder zu schicken, statt den Menschen dort beizubringen, wie man diese Produkte selbst herstellt. Das sind sehr praktische Fragen der Zukunftsentwicklung. Wenn wir das auf die Dauer nicht können,
dann verlieren wir genau die Eigenschaften als Europäer, ich bleibe jetzt mal bei Europa, die uns bisher darauf vertrauen ließen, dass man gebraucht wird und dass die Europäer deshalb einen gewissen Schutz und eine gewisse Sicherheit daraus erfahren, dass man ihr Können und Wissen braucht. Die Transparenz verschärft, die von der ich sprach, die verschärft auch die Konkurrenz um die Ressourcen. Über die Stabilität oder Instabilität von Öllieferungen und Gaslieferungen diskutieren wir ja immer wieder. Jetzt überlegen wir uns in dem Desertec-Programm, ob wir nicht auf den riesigen Flächen, die also wüstenähnlichen Charakter haben, im Norden Afrikas riesige Plantagen von Solarplatten aufbauen sollen, die Strom erzeugen, den wir dann nach Europa bringen. Eine faszinierende Idee. Unter der Voraussetzung, dass die politischen Verhältnisse so stabil sind, dass man das auf Dauer machen kann. Über die Frage, ob sie so stabil sind und was wir tun müssen, damit sie so stabil bleiben, wird in unserem Land aber allenfalls in Expertenkreisen diskutiert. Ein Bewusstsein dafür, dass man eine Gegenleistung erbringen muss, wenn man eine solche Kooperation haben will und dass das Land, mit dem man kooperiert, das Gefühl haben muss, dass es gerecht zugeht in diesem Verhältnis, hat sich bisher in Europa meines Wissens nicht entwickelt. Wenn man aber jetzt Veränderungen der Energiestrukturen auf solchen Prämissen stützt, dann geht man Risiken ein. Risiken, die daraus entstehen, dass Dinge nicht durchdacht sind. Ich habe auf dem Weg hierher nochmal im Economist nachgelesen, einen außerordentlich interessanten und wichtigen Beitrag, über den ich jetzt nicht sehr viel mehr sagen will, als dies, dass diese Leute, die diesen Aufsatz schreiben und die forschen über den Gegenstand, sich die Frage stellen, wie kann man 7 Milliarden Menschen ernähren? Der Mensch braucht ein Minimum an Eiweiß. Eiweiß wird in der Regel durch Fische und Fleisch und so weiter gewonnen. Würden wir nur den europäischen oder nur den deutschen Fleischverbrauch jetzt als notwendiges Minimum betrachten, um die Menschen angemessen zu ernähren, dann wäre die Sache schon zu Ende. Man könnte das Großvieh nicht versechsfachen. Das ist völlig ausgeschlossen. Das heißt, der Globus führt uns durch seine Limitationen dazu, uns die Frage zu stellen, wie werden wir mit solchen Problemen fertig, ohne dass wir einen nicht unwesentlichen Teil der Menschheit einem Schicksal ausliefern, das wir unter keinen Umständen selbst ertragen würden. Diese Frage ist die Grundfrage für meine Fragestellung zu diesem Gegenstand, zu diesem heutigen Abend. Brauchen wir eine Kultur der Bescheidenheit? Und ich möchte die Frage zunächst mal ganz einfach beantworten. Wir werden nicht gefragt. Wir werden nicht gefragt, ob wir sie brauchen, sondern wir haben die Möglichkeit, eine solche Kultur zu entwickeln, oder sie wird uns von der Wirklichkeit auf ganz andere Weise aufgezwungen. Und deshalb ist es eine sehr kluge und wichtige politische Frage, die wir uns stellen müssen. Wie erreicht man etwas, was Ludwig Erhard schon in den 50er Jahren erreichen wollte? Dass man nämlich eine kulturelle Fähigkeit entwickelt, den Wohlstand, den man sich erarbeitet hat, nicht als alleinige Sinngebung und alleiniges Ziel des Lebens zu begreifen, sondern von einem gewissen Punkt an Maß zu halten oder sich zu begrenzen. Die große Frage des 21. Jahrhunderts wird sein, ob unsere Demokratien in der Lage sind, sich zu begrenzen. Und damit die Voraussetzungen zu schaffen, dass man jetzt auch mit gutem Beispiel, wenn auch auf einem sehr viel höheren Lebensniveau, mit anderen über die Notwendigkeit der Begrenzung reden und Wege finden kann, wie man die Ressourcen, die man im Kopf hat, weiterentwickelt. Da ist das Wachstum nämlich unbegrenzt. Im Unterschied zum materiellen Wachstum auf dem Globus, das in vielfältiger Weise begrenzt ist, schon ökologisch begrenzt ist, aber auch auf viele andere Weise, wie man diese Ressource, dieses Können und Wissen, das wir haben, so einsetzt, dass wir ohne
jetzt in irgendeiner Weise uns unerträglich beschränken zu müssen, in ein Gleichgewicht kommt auf dieser Erde, was jetzt zutiefst gestört worden ist. Zutiefst gestört ist ein Gleichgewicht zwischen dem, was die Natur leisten kann und was wir brauchen, und ein Gleichgewicht im Sinne der unterschiedlichen Lebenschancen und des unterschiedlichen Lebensstandards. Es ist nicht zu erwarten, dass, und wäre auch Unsinn, wenn wir jetzt sagen würden, wir, die ein Siebtel, müssen wir den sechs Siebtel teilen. Das führt zu nichts. Es geht nicht um das Teilen, sondern es geht um das Chancen eröffnen. Und da bin ich wieder bei den Bauern in den Entwicklungsländern, die keine Chance haben, mit ihrer Agrarwirtschaft gegen den Wettbewerb subventionierter Importe anzugehen und deshalb sich nicht entwickeln können. Hier ist die Begrenzung erforderlich. Und die Begrenzung heißt, dass diejenigen, die bisher subventionierte Lebensmittel in die Entwicklungsländer schicken, scheinbar um den Menschen dort zu helfen, in Wirklichkeit unter Verletzung des chinesischen Grundsatzes, der da lautet, wenn jemand hungert, gib ihm nicht die Fische, sondern bring ihm das Angeln bei. Das heißt also, tue etwas, damit die Menschen sich selbst helfen können. Das ist das Entscheidende. Und dazu sind sie durchaus bereit. Wenn wir das fertig bringen, dann haben wir einen wesentlichen Schritt geleistet. Aber wir haben uns mit Besitzständen auseinandergesetzt. Meine Damen und Herren, es wird nicht so sein, dass wir jetzt auf einem sehr hohen Niveau, ich würde mal sagen, alle gemeinsam älter werden und sagen, die Dinge sind eigentlich geregelt. Die Pension wird, die Pension haben wir, das zahlt der Staat, die Rente haben wir eingezahlt, da ist der erste Irrtum. Das, was wir eingezahlt haben, war nicht für uns, sondern für die Eltern. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal begreifen, dass das, was wir eingezahlt haben, uns nicht mehr zur Verfügung steht, sondern das, was die Kinder einzahlen, steht uns zur Verfügung. Und dann müssen wir die Frage stellen, wie können die Kinder vernünftig einzahlen? Was muss dafür vorhanden sein? Da muss ein ordentliches Wissen und Können vorhanden sein. Da muss eine Infrastruktur vorhanden sein, mit der sie arbeiten können. Und da muss ausreichend Investitionskapital vorhanden sein, damit sie die Produktivitätssteigerungen leisten können, die die geringere Zahl leisten muss, um wenigstens das Gleiche zustande zu bringen, was ihre Eltern zustande gebracht haben. Das heißt also Leistungsfähigkeit und Bildung, Wissen und Können. Wir haben in der älteren Generation auch große Aufgaben zu stellen. Wir diskutieren in Deutschland, wenn auch nicht mehr so leidenschaftlich wie noch vor 2 Jahren, über die Frage, ob man erst nicht mit 65, sondern mit 67 in Rente gehen soll. Wenn ich die Frage beantworte, dann sage ich, wir arbeiten so lange, wie wir können. Jedenfalls die nächste Generation. Das ist kein Fehler. Und das kann man in unterschiedlichster Weise tun, wobei Arbeit hier sehr viel breiter angelegt ist. Arbeit bedeutet Teilnahme. Teilnahme an den Aufgaben der Kommune, Teilnahme an den Aufgaben der Zivilgesellschaft, Einbeziehung in die Zivilgesellschaft, Mitwirkung bei der Entlastung der Jüngeren. Es gibt einen großen Strom, Subventionsstrom, vertikaler Art, von den Rentnern zu den Enkeln, in Deutschland heute schon, die also mit ihrem Geld die Familien, die Kinder ihrer Kinder unterstützen oder die Ausbildung der Enkel mit unterstützen, damit das weitergeht. Das ist alles da, ist aber alles in den organisierten Sozialsystemen nicht vorgesehen. Die von sich behaupten, dass sie eine umfassende Sicherung des Wohlstandes leisten. Das können sie nicht mehr. Das haben sie eigentlich nie gekonnt, weil der Anspruch aber nicht in Frage gestellt wurde, mussten wir Schulden machen, damit sie das können. Das Rentensystem in Deutschland nimmt von den Steuereinkommen für das Jahr 2011 von ungefähr 270 Milliarden 160 Milliarden in Anspruch, also das ganze Sozialsystem. Das heißt mehr als die Hälfte. Das ist kein zukunftsorientierter Haushalt. Und wir werden sehen, dass diese Belastungen alle völlig steinern sind. Da kann man nichts dran ändern. Das gleichzeitig, ich will nicht springen, aber gleichzeitig versuchen wir jetzt in dem nächsten großen Komplex, nämlich in der Sicherung des Zusammenhalts der Europäischen Union, die für uns unverzichtbar bedeutsam ist,
die Fehlentwicklungen in der Europäischen Währungsunion dadurch zu korrigieren, dass wir von den betroffenen Ländern, Griechenland und Portugal insbesondere, Leistungen verlangen, die wir in Deutschland nie zu erbringen bereit und in der Lage wären. Wir müssen also auch hier überlegen, was verlangen wir und was tun wir selbst. Und wenn wir die Frage stellen, was verlangen wir und was tun wir selbst, da kommen wir von ganz alleine zu der Position, dass Begrenzungen und etwas mehr Bescheidenheit erforderlich ist. Wobei ich Bescheidenheit nicht als jetzt in Sack und Asche gehen verstehe, sondern ich verstehe unter dem Jahrhundert der Bescheidenheit eigentlich eine Reformation des Denkens. Ein Denken, das den Wunsch der nachwachsenden Generation im Blick hat, Auskunft zu bekommen über den Sinn des Ganzen. Das heißt, warum machen wir das? Diese Frage, warum machen wir das, kann man nicht nur materiell beantworten. Eine materielle Beantwortung wird auch von den jungen Leuten nicht mehr akzeptiert. Wenn Sie sich die Umfragen unter den 35-Jährigen und Jüngeren oder gar unter den 25-Jährigen und Jüngeren ansehen, werden Sie feststellen, dass die Frage nach der Sinngebung für Sie immer dringlicher wird. Und dass die wichtigsten Visionen nicht mehr Geld verdienen ist, sondern Familie, Freunde, die kleinen Lebenskreise, in denen sie leben, das kommunale Leben, das heißt das, was sie durchschauen und erleben können und aus dem sie, wenn sie mitwirken, einen Sinn beziehen. Ludwig Erhard hat in den 50er Jahren ein Buch geschrieben, Wohlstand für alle. Da ist er etwas belächelt worden. Wenn ich mich an meine eigene Zeit in diesen Zeiten von Erhard erinnere, sagen wir in der Zeit in den 50er Jahren, als ich 25 war, Mitte der 50er Jahre, da fing Erhard an, eine Sorge zu äußern. Nämlich die, dass er beobachte, sagte er, dass die Menschen, je wohlhabender sie werden, immer mehr nach dem Staat rufen. Das konnte er sich nicht erklären. Und er versuchte immer wieder, darauf einzuwirken, dass Wohlstand doch nicht nur gesehen werden dürfte als die Aufforderung, noch mehr zu haben, sondern auch gesehen werden sollte als die Erweiterung des eigenen Blickes auf Dinge, die nicht unbedingt materiellen Wohlstand, aber doch auf andere Weise auch Befriedigung und Sinngebung bewirken können. Er ist dann später in den 70er Jahren, wir haben Meinhard Miegel und ich, weil Sie ihn erwähnten, wenige Monate vor seinem Tod nochmal ein längeres Gespräch mit ihm führen dürfen, sehr resigniert gewesen und betrachtete sich im Grunde als gescheitert. Er betrachtete sich als gescheitert, weil er versucht hatte, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch im Bereich des Arbeitsmarktes und der Sozialsysteme Menschen die Möglichkeit zu schaffen, für die Menschen Möglichkeiten zu schaffen, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und er ist auf die Erfahrung gestoßen, dass man die eigentlich gar nicht übernehmen wollte, sondern dass die Bevölkerung in ihrer wachsenden Mehrheit, heute sind es ungefähr 2/3 in Deutschland, sagen, wir ziehen den umfassenden Wohlfahrtsstaat, der sich um alles kümmert, einem Staat, der uns selbst auch Raum für eigene Verantwortung lässt, vor. Wir halten diesen umfassenden Wohlfahrtsstaat für gerechter und für menschlicher. Es ist eine erstaunliche Erfahrung. Denn die gleiche Bevölkerung ist fest davon überzeugt, dass sie es nur mit Bürokratien zu tun hat. Bürokratien, die kalt sind und die kein Verständnis haben für besondere Sachverhalte, bei denen man im Grunde vor dem Tresen steht und warten muss, bis man beschieden wird. Denken Sie bitte an das Fell zurück. Da in der einen, es wird so gedacht und wird gleichzeitig so gedacht. Das heißt, ich sage, diese Organisation ist die menschlichere und gleichzeitig erlebe ich die Organisation als eine unerträgliche Bürokratie. Was ist da passiert? Das ist etwas, worüber wir uns unterhalten müssen. Und zwar nicht ich mit Ihnen, sondern Sie untereinander.
Was ist da passiert? Was ist unsere Erfahrung mit diesen Phänomenen? Wie verstehen wir sie? Warum ist ein Volk, das so reich war, so wohlhabend war, wie es nie wieder sein wird? Eine weitere Steigerung ist praktisch unmöglich. Wir sind längst an die Grenzen gestoßen. Wenn Sie mal die Nettoarbeitseinkommen real betrachten, dann haben die sich in den letzten 20 Jahren vielleicht um 3 oder 4% erhöht. Alles andere ist durch Beiträge, Steuern, Abgaben und so weiter und so weiter in das Gesamtsystem geflossen. Trotzdem, wenn man die Menschen individuell fragt, sagen sie, es geht uns eigentlich ganz gut. Aber sobald man sie nach der Befindlichkeit des Landes fragt oder der Gesellschaft oder der Politik, sind sie voller Kritik, Skepsis und Ablehnung. Eigentlich keine ganz glückliche Bevölkerung. Morgen Nachmittag bin ich mit dem Präses der Evangelischen Kirche Deutschlands zu einem Podiumsgespräch verabredet beim Kirchentag in Dresden. Und der Titel des Gesprächs, das wir führen sollen, wie muss die Wirtschaft aussehen, damit wir glücklich sind? Oder welche Wirtschaft macht uns glücklich? Ich habe den Präses gestern Abend gesehen und habe ihm gesagt, das sei eigentlich eine theologisch höchst merkwürdige Fragestellung. Denn bisher wäre ich nicht der Auffassung gewesen, dass die Wirtschaft die Quelle des Glücks sei. Und da sagt er, ja, das hätte er auch so gesehen und er wollte das auch thematisieren. Und da freue ich mich drauf. Und dann haben wir uns sofort einig, ja, aber wie das bei dem Spruch so schön ist, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Eine gute Wirtschaft ist eine gute Grundlage für die Chance, glücklich zu werden. Aber es ist nicht die Quelle. Und dieses Beispiel ist für mich so charakteristisch für unsere ganze Situation. Ich hätte das vor 15 Jahren nie für möglich gehalten, dass die evangelische Kirche oder die katholische Kirche eine solche Frage zum Gegenstand eines Kirchentagsdiskussion macht. Hier genau liegt der Kern. Wir müssen verstehen, sonst können wir die Zukunftsprobleme nicht lösen. Dass unsere Aufgabe zunehmend die sein wird, in den kleinen Gemeinschaften, in denen wir leben, den Versuch zu machen, Räume für Verantwortung zu definieren. Und jetzt, ich will nur ein Beispiel geben. Alles immer konkret. Wir haben in Deutschland eine ganz unterschiedliche Ausbildung, deshalb spreche ich jetzt nicht über Bayern speziell oder München, sondern über das Land, eine wachsende Zahl von Schulabbrechern. Diese wachsende Zahl von Schulabbrechern findet in einer die Schulabbrecher gehören zu einer Generation, die 30% kleiner ist als die Generation ihrer Eltern. Erinnern Sie sich an das, was ich als Folge für diese kleinere Generation definiert habe. Jetzt müsste es doch eigentlich in der deutschen Zivilgesellschaft, also in der Bürgerschaft, ein dringendes Anliegen sein, sich darum zu kümmern. In Brüssel, in den Agenda 2020, hat Herr Barroso erstaunlicherweise als eine der 7 Punkte der europäischen Politik für das Jahr 2020 festgelegt, die Schulbrecherquote müsste um 20% gesenkt werden. Ich habe bis heute niemanden gefunden, der mir sagen kann, welche Wirkung Brüssel auf die Schulabbrecherquote haben könnte. Die Bundesregierung kann es auch nicht. Wo kann das Problem gelöst werden? Vor Ort, wie man im Ruhrgebiet sagt. Also dort, wo die Entscheidungen von den Kindern getroffen werden, dort, wo entweder das Kinder-Eltern-Verhältnis gescheitert ist oder die Eltern nicht die Kraft hatten oder kein Interesse hatten oder die Kinder aus anderen Gründen, so wie es jedenfalls meine Enkel sagen würden, keinen Bock auf Schule hatten. Wer hilft ihnen? Man kann sagen, es ist ja schrecklich und du verhältst dich verantwortungslos, aber das hat mit Sicherheit keine Wirkung. Wie kann man ihnen helfen? Es gibt Wege und die werden auch begangen in Deutschland, in einigen Kommunen verstreut, aber immer mit ziemlichem Erfolg. Die Bürger tun sich zusammen, eine Gruppe, ein Verein, mehrere Vereine und sagen, müssen wir was tun. Und dann reden sie mit der Schulverwaltung, dann reden sie mit der Stadt und dann versuchen sie mit den Eltern zu reden. Also zunächst mal zu ermitteln, wo sind diese Kinder und dann auch mit den Eltern zu reden und insgesamt in einer schönen konzertierten Aktion ist es jedenfalls in einigen Beispielen, die ich kenne, gelungen, die Schulen dazu zu bewegen, dass sie spezielle Klassen einrichten, wo man diese Kinder wieder reinbringen kann,
die Schulverwaltung zu überzeugen, dass das in den Schulen stattfinden muss und dass sich auch ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger an dieser Anstrengung beteiligen können, auch ehemalige Lehrer, die pensioniert sind und sich zum Teil sehr freuen, dass sie nochmal eine Aufgabe haben, die sie nützlich macht und ihnen damit nicht nur einen persönlichen Stolz, sondern auch eine Sinngebung gibt. Und auf diese Weise, so in einigen Fällen, ist es gelungen, bis zu 80% der Schulabbrecher wieder in die Schule zu bringen, einen wesentlichen Teil zu einem Abschluss zu führen und dann